Ich würde euch heute gerne auf eine Reise mitnehmen, die mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Das ist die Reise rund um die vertikale Ich-Entwicklung. Und in dieser Einführung möchte ich euch mitnehmen in das evolutionäre Stufenmodell, die vertikale Ich-Entwicklung, welche Bedeutung sie hat, wie man sie einsetzen kann, wie sie so von der Basis her funktioniert. Also eine halbe Stunde ist sehr wenig. Etwas, was doch, wenn man da in die Tiefe geht, eine ganze Menge Substanz, eine ganze Menge Champagner drin hat. Und dann würde ich das Aufstellungsformat erläutern und eine kleine Demo hier machen. Und die werden wir dann auch gemeinsam ernten. Das Ganze ist ein Community-Meeting und eine Vorbereitung für den Intensivworkshop, den ich am 15., 16., 9. durchführen werde. Einige von euch haben sich ja auch schon dafür angemeldet. Und das geht immer von 10 bis 17:30 Uhr. Und ihr bekommt ein sehr ausführliches Skript, sodass ihr dann auch in der Lage seid, auch nach dem Workshop dann nochmal euch tiefer reinzulesen und es anzuwenden. Und das Thema ist immer, wie funktioniert Ich-Entwicklung in diesen sogenannten evolutionären Stufenmodellphasen? Und wie kann ich diese Ich-Entwicklung nicht nur für mich selber, sondern auch für 1:1 Coachings anwenden, insbesondere natürlich mit dem Online-Systembrett. Das werden wir vorwärts und rückwärts in kleinen und großen Praxis-Cases durchgehen, in großen Gruppen, in kleinen Breakout-Rooms. Und wir werden auch Themen reinnehmen in dem Workshop, die eher team- und organisationsbezogen sind, weil nicht nur das Ich läuft durch Phasen, sondern auch eine Gruppe oder eine ganze Organisation. Und in diesem Workshop nach diesen 2 Tagen habt ihr hoffentlich erste Praxisanwendungen, wie ihr für euch selber oder eure 1:1 oder Firmenkunden mit Hilfe dieses evolutionären Stufenmodells etwas genauer einordnen könnt, wo stehen diese Menschen oder diese Gruppen und was sind passgenaue Anwendungen aus eurem Methodenrepertoire, um A, die vorhandene Stufe zu stärken und B, in die nächste Stufe hinüberzuleiten. Es ist also ein sehr praxisorientierter Workshop. Darum wird es gehen. Und möchte euch zu Beginn auf eine Gedankenreise mitnehmen. Wie bin ich eigentlich darauf gekommen, mich mit diesem Modell überhaupt zu beschäftigen? Und was mich damals so berührt hat, das war vor 12 Jahren. Ich war damals schon in vielen Transformationsprojekten in Firmen unterwegs. Ich mache seit 22 Jahren unterschiedliche Transformationen, die ich begleite aus der Rolle als Facilitator, oft aber inzwischen auch als Coach des Executive Committees. Und ich arbeite auch in größeren Gruppen von Kollegen und Kolleginnen. Und Transformationsthemen drehten sich damals schon immer zunehmender um das Thema Kultur, aber auch schon immer wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Und mir ist damals aufgefallen in den Firmen, dass oft der Wille da war, boah, wir wollen eine andere Kultur haben und man auch so halbwegs sinnvolle Kulturleitlinien gebaut bekommen hat. Oder bei bestimmten Vorständen oder Führungskräften war der Wille da, ich will doch anders führen, ich will agiler, ich will systemischer oder wie auch immer führen. Und zugleich waren aber die inneren Kapazitäten, die erforderlich sind, um weiterzukommen, vorhanden. Und selbst durch gutes Coaching gab es da Herausforderungen oder durch gute Transformationsbegleitungen. Und inzwischen ist es ja auch so, dass wir in unserem Land, in der ganzen Welt auch sehr komplexe Krisen zu bewältigen haben und die inneren Kapazitäten mit diesen Spannungsfeldern wirklich nicht nur konstruktiv, sondern auch mit Leichtigkeit umzugehen und aus diesen Spannungsfeldern, die uns überall entgegenspringen, persönlich, organisational, kulturell, beziehungsweise im gesamten Kosmos unserer Kultur, unseres Landes, der Welt. Wie kann man mit diesen Spannungsfeldern so umgehen, dass sie produktiv werden, dass sie leichter gestaltet werden können? Und dafür die inneren Kapazitäten, da war ich auf der Suche danach, gibt es Modelle, die das beschreiben? Und ja, da gibt es natürlich einige. Ein sehr bekanntes ist die Spiral Dynamic. Da habe ich mich dann auch sehr intensiv mit beschäftigt. Gleichzeitig habe ich bei der Spiral Dynamic gemerkt, an manchen Punkten war sie mir nicht präzise genug.
Deswegen bin ich dann irgendwann zum Ich-Entwicklungsmodell nach Jane Lövinger gekommen. Und für mich ist inzwischen die gute Nachricht, dieser zukunftsfähige Mindset ist gut beschreibbar. Über Modelle wie Spiral Dynamic, über die vertikale Ich-Entwicklung mit dem evolutionären Stufenmodell. Und dieser zukunftsfähige Mindset ist auch systematisch entwickelbar. Also es ist jetzt kein Trial and Error mehr für mich, wie ich Menschen durch Stufen weiterführe oder durch Teams und Organisationen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, und das möchte ich euch in a nutshell heute und dann etwas ausführlicher im Workshop weitergeben und natürlich auch von euren Erfahrungen profitieren im Workshop, die ihr vielleicht zu diesen Themen auch schon gemacht habt, sodass wir dann auch ko-kreativ bei manchen Themen tätig werden können. Es gibt einen Verbund von Organisationen in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben zur Emergizer-Zukunftsbewegung. Und der Purpose ist es wirklich, dieses Thema der Ich, der Persönlichkeitsentwicklung mehr in den Fokus von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hineinzubringen und insbesondere auch in den Fokus der Parteien, der Politik und der Verbandspolitik, um über diese innere, über diese Mindset-Entwicklung dann auch eine andere äußere Entwicklung hervorzurufen. Und deswegen stammen die Charts in der Präsentation auch von den unterschiedlichen Gründungshosts, einmal von der Coaching-Gesellschaft, wo ich auch Mitglied bin. Sie stammen vom Team Co-Creative, wo ich Geschäftsführerin bin, wo wir das auch lehren und ausbilden, was ihr hier von mir erlebt. Und sie stammen insbesondere auch von Martin Permantier, der das wunderbare Buch Haltung entscheidet geschrieben hat und dazu auch zusammen mit uns mit Emergizer eine Online-Plattform gegründet hat, wo sich Menschen, die sich zu diesem Thema interessieren, austauschen können und auch ihre Workshops zeigen können und so weiter und so fort. Und diesen Link bekommt ihr auch in den Unterlagen. Und die ist komplett kostenfrei, diese Plattform. Also ihr seht, da ist sehr viel in Bewegung zu diesem Thema der inneren Entwicklung. Schauen wir doch mal, lass uns doch mal auf die Essenz eingehen, dieses evolutionären Stufenmodells. Wenn ich auf Coaching oder Facilitation oder Führung gucke, dann schaue ich eigentlich immer über das magische Dreieck da drauf. Dieses magische Dreieck muss ich beachten, wenn ich in diesem Kontext unterwegs bin. Und das ist euch wahrscheinlich vertraut, egal ob ihr Facilitator, Führungskraft, Aufsteller, Coach, Mediator seid. Und da gibt es einmal natürlich, jeder von uns hat ein bestimmtes Vorgehen, Settings, Formate. Insbesondere beim Thema der Aufstellung gibt es ja inzwischen eine unglaubliche Fundgrube an Settings, Vorgehen, Formaten, die wir ja auch über das Online-Systembrett sehr gut abbilden können. Jeder von uns verfügt über Handwerkszeug. Und das, was wir jetzt hier machen und was wir auch in dem Workshop im September machen, ist, dass wir fokussieren uns natürlich auch auf das Handwerkszeug der Aufstellung mithilfe des Online-Systembretts. Inhaltlich fokussieren wir aber uns auf das Thema der Mindset-Entwicklung mithilfe mit der Blaupause des evolutionären Stufenmodells. Das ist quasi der Schwerpunkt. Und mein Mann hat mal diese wunderbare Zeichnung gemacht der Ich-Entwicklung. Also die Ich-Entwicklungsreise ist etwas, wo wir quasi so Schichten von uns abwickeln, um immer klarer zu dem zu kommen, was wir wirklich meinen, was uns wirklich wichtig ist und wie wir wirklich arbeiten wollen. Und das Gleiche kann man auch mit Teams und Organisationen machen. Ich werde im Folgenden das Thema der Ich-Entwicklung vor allen Dingen für das Ich erzählen. Im Workshop gehen wir dann auch auf das Thema der Ich-Entwicklung, der evolutionären Stufenentwicklung für Teams und Organisationen ein, aber das würde das heute überfrachten. Die Frage ist ja von vielen von uns, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? Und viele von uns sind schon zu diesem Schluss gekommen, ja, bewusstseinsbasierte Transformation ist wichtiger als nur methodenbasierte Change-Prozesse. Der U-Prozess von Otto Scharmer, aber auch viele andere Methoden, die euch zur Verfügung stehen, zahlen ja auch genau darauf ein. Das Aufstellungssetting an sich zahlen darauf ein. Das Tool, des Online-Systembretts. Allein wenn ich mit dem Online-Systembrett mit Menschen arbeite, egal was wir da inhaltlich machen, allein dass wir so arbeiten können mit dem Systembrett, ändert schon unser Bewusstsein. Und Willow Green hat mal gesagt, der Erfolg einer Intervention hängt von der inneren Verfasstheit des Intervenierenden ab. Und dieses Ich-Entwicklungsmodell versucht, eine Systematik hinzubekommen, wie wir uns im Laufe unseres Lebens
in Stufen, in Reifungsstufen entwickeln und unsere innere Verfasstheit sich somit entwickelt, dafür eine Sprache zu finden. Und somit ist mein Erleben auch, dass je mehr ich mich mit meinem eigenen Ich-Entwicklungsmodell beschäftige, kann ich immer gezielter einen Unterschied machen, der wirklich einen Unterschied macht. Wenn ich für mich selber lebe, aber auch wenn ich mit den Kunden zusammen in die Erlebnisse hineingehe, für die wir uns getroffen haben. Otto Scharmer und Ed Schein haben sich schon sehr intensiv damit beschäftigt, wie kann man unter der Wasseroberfläche die Menschen unter der Wasseroberfläche erreichen und entwickeln, damit die Transformationsprozesse nachhaltig sind. Egal ob 1:1 Team, Organisations- und Kulturtransformationsprozesse. Jane Lovinger ist in den 60er Jahren ursprünglich Frauenforscherin gewesen und sie erforschte diese Ich-Entwicklungsstufen und baute quasi das Reifegradmodell. Guckt auf die Entfaltung der inneren Denk- und Handlungslogiken. Sie hat ein Ich-Entwicklungsprofil entwickelt, das nach wie vor wissenschaftlich sehr valide ist, einen sogenannten Satzergänzungstest, den es leider noch nicht als Online-Auswertungsform gibt, sondern der immer noch händisch ausgewertet wird und der einem einen sehr guten Einblick gibt. Hier, Barbara, weiß ich hier zum Beispiel in der Runde, hat mit diesem Ich-Entwicklungsprofil auch schon gearbeitet, mit mir zusammen. Da kann man so bei sich selber sehen, in welcher Ich-Entwicklungsstufe bin ich eigentlich zurzeit und was pulst bei mir, wo es gerade weitergeht. Und weil ich das so unbefriedigend fand, dass dieses Ich-Entwicklungsprofil so schwierig zum Auswerten ist, so lange dauert, habe ich angefangen, mit Aufstellungen zu arbeiten, dass man quasi mit Hilfe einer Ich-Entwicklungsaufstellung herausfinden kann, wo pulse ich gerade, wo bin ich auch safe. Und wie kann ich mich in die nächste Stufe mit mehr Leichtigkeit hineinbewegen? Also wie kann ich eigentlich meine innere Denk- und Handlungslogik ausbreiten? Und dafür habe ich dann daran gearbeitet, diese Aufstellung zu einer guten Reife zu bringen und sie auch weiterzugeben. Hier rechts seht ihr mal gerade so die Idee von Ich-Entwicklung, also die späteren Stufen, wie zum Beispiel die E7, die E8, beinhalten auch immer die früheren Stufen von Denken, sodass uns nie was verloren geht. Es gibt dann eine Frau, die Susan Kork-Reuter, da habt ihr auch einen ganz tollen Podcast von der im Skript nachher. Die Susan hat diese Stufenbeschreibung nochmal verfeinert und ein bisschen von der Schlacke der 60er, 70er Jahre befreit und in den moderneren Kontext hineingegeben. Dann Bill Joyner hat diese Ich-Entwicklungsstufen auf Führung spezifiziert. Da habe ich auch euch Literatur beigelegt. Und Barbara Küchler, eine, ich glaube, Schweizerin, hat diese Ich-Entwicklungsstufen auf das Thema Organisationen ausgedehnt und hat das sehr, sehr gut weiterentwickelt. Und von ihr habe ich euch auch Podcast und Literatur dann beigelegt. Also ihr seht, man kann seinen Urlaub damit verbringen. Und wir gehen jetzt in a nutshell weiter. Und was ist denn eigentlich dieses Ich? Ne? Also das Ich ist ja unglaublich viel. Ne? Das Ich ist die Art, wie wir wahrnehmen, welche Werte wir haben, wie wir unseren Körper gestalten, welche Bedürfnisse wir haben, mit welchen Realitätskonstrukten wir unterwegs sind, wie wir Dinge verarbeiten, wie wir entscheiden, wie wir handeln. Und die Ich-Entwicklung selber sagt immer, wir konzentrieren uns, wenn wir auf die Stufen gucken, auf die innere Denk- und Handlungslogik, die uns bewegt. Was ist das, die innere Denk- und Handlungslogik, aus der heraus wir handeln? Das ist bei der vertikalen Ich-Entwicklung der Fokus. Also das Wahrnehmen, Verarbeiten, Entscheiden und Handeln. Und wenn wir Menschen auf die Welt kommen, gibt es in uns den Drang, wir wollen uns als Potenzial entfalten. Und es gibt sehr viele Elemente horizontaler Entwicklung. Also gerade in der Schule, ne, ist horizontale Entwicklung sehr angesagt. Ich lerne nicht nur Rechtschreibung, sondern ich lerne auch noch Grammatik, ich lerne Textzusammenfassung, ich lerne Aufsätze. Bei Mathematik lerne ich nicht nur Bruchrechnung, sondern Dreisatzrechnung, Infinitesimalrechnung und so weiter. Das heißt, man stellt uns in unserer Entwicklung in dieser Gesellschaft verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, immer mehr vom Gleichen zu lernen und dadurch tiefer in etwas einzusteigen. Das nennen wir horizontale Entwicklung, Aufstellung. Ich kann immer neue Aufstellungsformate lernen und das ist auch gut so. Also ich liebe es zumindest. Das ist aber nicht das, was Ich-Entwicklung meint. Die vertikale Entwicklung
wenn wir gleich aufs Stufenmodell gehen, meint, dass wir unsere eigene innere Denk- und Handlungslogik entwickeln. Die Art, wie wir auf die Welt schauen, wie wir auf uns schauen und wie wir Entscheidungen treffen. Und das kann man relativ gut messen mit dem Ich-Entwicklungsprofil. Aber ich finde auch durch die Aufstellungen relativ gute Indikatoren für sich selber bekommen, beziehungsweise auch für Teams. Also nochmal vom Unterschied her, es gibt auf der einen Seite das Lernen, da lerne ich neue Inhalte, neue Informationen, neue Methoden, neue Skills. Das ist auch wichtig. Und bei der Ich-Entwicklung erhalte ich ein neues Gefäß, ein neues Denkgefäß, eine neue Art, mich selbst und die Welt zu sehen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Viele von euch haben Kinder oder beschäftigen sich mit Kindern. Und wenn sie sehr klein sind und man fragt sie, schau mal auf das Glas hier. Da tue ich jetzt Wasser rein. Und hier nehme ich ein anderes Glas daneben, das höher und schmaler ist. Und jetzt gieße ich das Wasser hiervon hier rüber. Wo ist mehr drin? Und da sagen Kinder in einer bestimmten Denkreifungsstufe, na hier in dem großen, in dem weiten Glas. Und erst später mit zunehmender Reifung der Denklogik sagen sie, Moment mal, du hast das von A nach B geschüttet, ist gleich viel. Aber dafür muss ich erst eine Konstruktion, ein Gefäß, ein Denkgefäß im Kopf gebildet haben, dass ich den Erhalt der Masse denken kann. Ein anderes Beispiel ist die Art, wie zum Beispiel der aktuelle Wirtschaftsminister an Herausforderungen herangeht im Vergleich zum früheren Wirtschaftsminister. Der aktuelle Wirtschaftsminister versucht, Stakeholder zu moderieren, weil er weiß, dass er nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern über das Moderieren von Key-Stakeholdern zu Lösungen kommt. Und er empowert seine Leute, seine Führungskräfte, aber auch verschiedene andere Stakeholder außerhalb des Ministeriums sehr, mit ihm Lösungen ko-kreativ zu erarbeiten. Das heißt, er hat das innere Gefäß, ich bin nicht der Experte, sondern ich bin mehr der Moderator, der Dinge zusammenbringt und dann auch nach außen verkauft und sich im Zweifelsfall loben oder verhauen lässt. Der frühere Wirtschaftsminister hat sich viel mehr als Experte gesehen. Jetzt will ich nicht sagen, dass der eine besser oder schlechter ist. Die Haltung, aus der heraus sie agieren, ist eine andere. Und so können wir ganz viele Beispiele finden. Es gibt so ein wunderbares Gedicht von Hermann Hesse. Der hat das im Grunde genommen schon sehr schön beschrieben, dass wir in unserer Entwicklung durch Stufen gehen. Allein schon der Beginn, wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Genau das ist das, was uns die Entwicklungsstufen auch sagen wollen. Im Laufe unseres Lebens reifen wir, haben wir auch andere Denk- und Handlungslogik-Schwerpunkte. Wir verlieren die früheren nicht, aber sie werden dünner. Und es gibt ein Streben in uns weiterzugehen. Und dieses Streben können wir befördern, indem wir uns mit solchen Modellen halt beschäftigen, beziehungsweise Coaches begleiten auf diesem Weg, spezifischer mit dem Modell. Und dann sind wir mit den Coaches etwas schneller, etwas katalytischer unterwegs in ihrer Reifung. Die Basisstruktur des Ich-Entwicklungsmodells ist ein Dreieck. Insgesamt läuft die Ich-Entwicklung nicht als lineare Gerade. Wir denken ja immer schneller, höher, weiter. Nur lineare Gerade, ich komme von A nach B nach C. Nee, die Ich-Entwicklung läuft schön in so Spiralen oder in Wellen und das Gegenteil von geradlinig. Und sie verläuft immer in drei Polen. Und das ist auch das, was wir gleich aufstellen werden. Wir gehen nur über das Basismodell heute mal ran. Diese drei Pole, wenn wir die immer mehr in unser Leben alle drei hineinnehmen, dehnt sich unsere Handlungslogik, unser Mindset aus. Wir erweitern unsere innere Haltung. Was sind diese drei Pole, in denen unsere Ich-Entwicklung stattfindet? Das ist einmal der Ich-Pol. Wir haben ein angeborenes Bedürfnis nach Autonomie. Und das ist ganz wichtig. Das ist der sogenannte personale Raum. Und in diesem Raum erleben wir immer und immer wieder mit uns selber, dass es einen Drang gibt, ich zu sagen, ich will, ich möchte davon noch mehr erfahren. Ich möchte mir Ziele setzen, ich möchte Ziele erreichen.
Das fängt bei kleinen Kindern an und das geht bis, dass wir hier aus dem Leben scheiden, ist dieses Bedürfnis nach Autonomie, nach eigenen Entscheidungsfreiräumen und nach dem Ich vorhanden. Und es ist gut so, weil es ist ein Teil unseres Menschseins. Es gibt zugleich eigentlich so einen konträren Pol, den Du- oder Wir-Pol. Da ist das Bedürfnis nach Verbundenheit stark. Mit dem kommen wir auch auf die Welt. Der hilft uns zu überleben. Durch dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und auch die Fähigkeit, in die Verbundenheit zu gehen, gestalten wir auch insbesondere die ersten Lebensmonate und ersten Lebensjahre. Und in diesen beiden Bedürfnissen laufen wir unser Leben lang in früheren Reifegraden hin und her. Es ist wie eine Dialektik. Will ich eher mit der Gruppe, mit meiner Clique was unternehmen? Will ich allein was unternehmen? Will ich bei der Firma bleiben? Will ich meine eigene Firma aufmachen? Tue ich das, was das Team macht? Habe ich den Mut, was Eigenes vorzuschlagen? Wir sind ständig in diesem Hin und Her. In den späteren Reifegraden, und das ist auch, weswegen das Dreieck dann spitz zuläuft, können wir diese Spannungsfelder in uns immer mehr gleichzeitig leben und integrieren. Sie fühlen sich nicht mehr wie Spannungen an, sondern wie das Yin-Yang-Symbol es so schön zeigt, wie Integration. Ne? Sowohl als auch. Das ist auch etwas, was wir grundsätzlich in der Aufstellungsarbeit immer wieder versuchen zu erzeugen auch. Diese Art des Denkens im Sowohl als auch, die Integration von persönlichen Bedürfnissen, Bedürfnissen der Systeme, unserem Bedürfnis im System einen Platz zu haben. Und das heißt auch für mich, Aufstellungen tragen grundsätzlich immer zur Ich-Entwicklung bei. Ob der Aufsteller was von Ich-Entwicklung gehört hat oder nicht. Wenn ich regelmäßig selber Aufstellungen mache, anleite, sie für mich durchführen lasse, zwangsläufig erlebe ich Reifung in den Stufen. Das ist also zum Beispiel eine ganz spannende Beobachtung. Das ist der dritte Pol, der uns auch in unserem Leben immer und immer wieder zum Pulsen bringt. Das ist der sogenannte Beyond-Fokus, das Bedürfnis nach etwas Transpersonalem. Oder dann was, eine Nummer tiefer, das Bedürfnis nach Sinn, nach Purpose. Viele aber auch haben dieses Bedürfnis nach dem Transpersonalen. Das heißt, wir haben diese drei Pole, die uns in der Ich-Entwicklung immer weiter treiben, weil wir alle gleichzeitig in diesen drei Polen unterwegs sein wollen in unserem Leben, nur es oft nicht schaffen gleichzeitig, sondern hintereinander geordnet. Und wenn wir in dem einen Pol zu Hause sind, gibt es gleich die Stimme, wie bei Hermann Hesses Gedicht, die uns ruft, so ist das in einem Pool kennengelernt, ab zum nächsten, ab weiter zum nächsten. Und das heißt, dann laufen wir in der Ich-Entwicklung durch diese Pfad, der da in der orangenen Mitte ist. Ein Blick auf die Stufen. Die Kindheitsstufen gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das machen wir im Workshop. Eine ganz wichtige Stufe in der Ich-Entwicklung oder eine ganz wichtige Haltung, die dahinter steht, ist die sogenannte E4. Die meisten von euch kennen die sehr gut. Wer schon mal mit sich sehr getrieben gefühlt hat davon, mit 16, 17, so wie ich, immer alles mit einer Clique zu machen und sich immer wieder an einer Clique zu orientieren, der weiß, wie sich das anfühlt. Oder der es genießt, so wie hier in einer Community zu sein. Oder im Fußballstadion bei Bayer Leverkusen oder Bayern München zu sein. Oder in einem Konzert von Bruce Springsteen. Da wird unser erwachsenes Bedürfnis nach Community sehr gut genährt, die gemeinschaftsorientierte Stufe. Wer allerdings auch schon mal in einer Firma Transformation begleitet hat, zum Beispiel in einem Produktionsteam und versucht hat, dort Neuerungen einzuführen und dann den gesammelten Widerstand der Produktionscrew erlebt hat, nach dem Motto, wieso, nö, wir haben das doch bisher gut gemacht und wir wollen das gerne weiter so machen, der erlebt auch die geballte Ladung einer gemeinschaftsorientierten Stufe. Diese Gemeinschaftsorientierung und auch zu lernen, ein Mindset bei sich zu entwickeln, der uns in die Lage versetzt, Gemeinschaftsorientierung gut zu finden, sich in Gemeinschaften auszukennen, sich in Gemeinschaften integrieren zu können, ist etwas Essentielles in unserer Ich-Entwicklung. Oft ist es dann so, wenn wir dann anfangen, so 18, 19, 20 zu werden, pulst die nächste Stufe rein, da ist das nicht mehr so interessant, sondern wir wollen mehr wissen, wofür bin ich eigentlich Experte? Wer ich bin ich? Wofür stehe ich? Was macht mich eigentlich aus?
entweder fachlich oder als Mensch oder in den Werten. Das heißt, wir streben dann rüber, oft Anfang 20, in den Ich-Pool wieder hinein, bis wir dann zur Vollendung in der E6 kommen, die so richtig, wo wir richtig unser Ego ausgeprägt haben. Wir nennen das die Eigenbestimmte und die Achiever-Stufe, die sehr wichtig ist, wo ich weiß, wer bin ich, was für Ziele verfolge ich. Und oft sind Menschen, die in der E6-Stufe sehr stark angekommen sind, fangen dann an, sich von Firmen zu trennen, von Partnern zu trennen und fangen nochmal an, neue Haarfarben zu haben, ganz neuen Beruf zu wählen. Also ganz unterschiedliche Symptome, wo ich mich meiner selbst vergewissere und einfach immer wieder ausprobiere, wer bin ich. Da bleiben wir aber Gott sei Dank nicht stehen, obwohl der Großteil unserer Gesellschaft, da gibt es auch Messungen zu, verteilt ist von der E5 bis zur E6, was wir auch immer als Ego-Gesellschaft bezeichnen. Was aber im Sinne der Ich-Entwicklung nicht schlimm ist, weil es ist sogar notwendig, damit wir weitergehen können, die sogenannte E7 in die multiperspektivische katalytische Stufe oder später in die E8 in die ko-kreative Stufe, wo wir integrierender arbeiten, wo wir Spannungsfelder integrieren können, wo wir unterschiedliche Menschen mitnehmen können auf dem Führungsweg oder auf dem Transformationsweg, müssen wir einmal in unserem Leben sehr gut in der E6, in unserem Ich-Pol angekommen sein. Und da ist genau die zwischen E6 und E7 ist zumindest aus Sicht des Ich-Entwicklungsmodells zurzeit das Nadelöhr der Gesellschaft, weil wir immer mehr lernen müssen, in diesen Beyond-Pol, in den Eco-Pol, in den sinnhaften Pol zu gehen, anstatt uns nur darum zu kümmern, was will ich oder was will die Gemeinschaft, sondern immer mehr zu gucken, was braucht das Ganze, was braucht Firma, was braucht System. Was braucht Nachhaltigkeit? Aufstellungspersonen, also die sich viel mit Aufstellungen beschäftigt haben, arbeiten in Aufstellungen oft. Das gesamte Methodenrepertoire funktioniert richtig gut, wenn wir in einer E7, E8-Haltung sind, in dieser Haltung der Multiperspektivität und Ko-Kreation. Und Aufstellungen haben auch das Charakteristikum aus einer E8-Haltung heraus, sie wollen ein System stärken. Ja, also die E8 seht ihr auch von der Farbe her, ist wieder schön da im rechten Pol, in der Gemeinschaftsorientierung, interessiert sich aber vor allen Dingen dafür, Systeme zu stärken oder zu transformieren. Und die E9 und E10, das sind so 2 bis 4% unserer Gesellschaft, da sind wir dann in den integrierenden und fließenden Stufen. Es sind circa 12 bis 10% der Gesellschaft in den E7, E8er Stufen. Und insbesondere Firmen, die sehr erfolgreich in der Transformation sind, haben an den Key-Positionen Menschen, die in der E7 und E8 sind, weil sonst könnten sie nicht ganze Systeme in die Transformation hineinnehmen. Und gerade in der Aufstellerszene gibt es überproportional viele Menschen, die ihre Haltung sehr erweitert leben, von der E4 bis zur E8 hin. So viel erstmal zum Theorieimpuls. Bevor wir in die Aufstellung gehen, würde ich natürlich gerne mal gucken, habt ihr Fragen oder sogar Ergänzungen? Was ich jetzt gerne mit euch machen würde, und Susanne hatte mir empfohlen, dass wir eine Demo machen, dass wir uns erstmal jetzt hier in dem Kontext noch nicht in Breakout Rooms hineinbegeben, ist es, dass ich gerne in der Demo eine Aufstellung des Basisdreiecks machen würde, dass wir in der Aufstellung diese drei Pole des Basisdreiecks, also den Ego-Fokus, den personalen Raum, das Bedürfnis auch Autonomie etwas genauer erkunden, den Du-Wir-Fokus, den systemischen Raum und den Eco-Beyond- oder Purpose-Fokus, transpersonalen Raum. Und noch nicht auf die Stufen gehen, sondern dass wir diese drei Räume mehr erkunden und als Fokus in der Aufstellung würde ich mich freuen, wenn sich jemand zur Verfügung stellt und sagt, ich würde mich gerne mal in den Fokus dieses Dreiecks stellen und mal gucken, was mir die Räume an Resonanz geben. Und der Fokus, der kann ja dann auch ein aktuelles Persönlichkeitsentwicklungsthema, was er oder sie hat, benennen und dann mal schauen, was diese drei Räume in der Resonanz sprechen.
Und ich sage dann nach der Pause noch, dass wir noch zwei, drei Schmankerls dazu nehmen können, dass noch zwei, drei Protagonisten mehr mit hineinkommen können in die Repräsentantenrollen. Das habe ich vor nach der Pause und vielleicht hat ja jemand Lust, in den Fokus zu gehen. Eine Möglichkeit ist es auch, dass man eine Organisation in den Fokus nimmt. Also wenn jemand sagt, nee, ich will nicht mich in den Fokus nehmen, ist aber meine Organisation oder eine Kundenorganisation oder ein Kundenteam. Auch das ist möglich. Also wir machen gleich eine Demo in diesem Basisdreieck.